zum Tinte machen und Briefe schreiben. Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts. Die Leiche seine Kehle, er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben, wie bei einem Soldaten. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Hier, deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut, sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Ich brate mir einen Weißfisch zum Essen. Oder einen Hecht. Jetzt habe ich ganz viel bekommen. Ja, weiß ich doch. Wie willst du das eigentlich noch erklären? Hexerschwert, was habe ich hier? Ach, der ist cool. Der wurde auch mal schon geklickt, weil der besser ist. Obwohl, was habe ich denn jetzt? Hexer-Silberschwert? Okay, lass ich mal angezogen, okay. Flora. Wo der Unterschied ist, werden wir noch rausfinden. Nehme ich jetzt nicht vorweg. Packe ich mal euch hier rein. Ist nicht ganz nützlich, die sowas immer dabei zu haben. Am Anfang können wir sowas gut gebrauchen. Wo ist das Pferd jetzt hingerannt? Wird mir zu doof, komm her. Ja, kommt hier runter so. Apfelsaft. Ich sag dazu jetzt nix. Ich reite jetzt in Nilfgaard. Los, lauf! So. So. Wisst ihr eigentlich, dass das extrem Spaß macht, dieses Spiel aufzunehmen? Einfach nur auch, wenn ich total viel kommentieren muss. Macht doch riesen Spaß, diese Welt mit euch zu entdecken. So. Das ist momentan so mein Lieblings. Wiederwachen! Das ist einfach nur zu lustig. Ich gehe jetzt nicht auf alles ein. Ihr seht, ich lasse mich viel zu sehr ablenken dabei, nach Jennifer zu fragen. Wohin soll ich. Ich verstehe jetzt gerade über. Wohin reite ich eigentlich gerade? Ich guck gleich mal, wenn ich. Lass mich jetzt nicht auf den Kampf mit dem Wolf. Nein. Ich soll theoretisch machen, um mich schneller zu leveln, aber. Ihr kennt mich. Es darf schon beherrschen. Achso, hier bin ich. Genau, jetzt frage ich. Achso. Hoch zu meinem allen Weg! Hoch zu meinem verehrtesten Freund, den ich nicht ausstehen kann. Deswegen auch Freund. Du kannst doch bestimmt drüber springen. Ich hab da mit dem. Geht doch. Ärmlich, finster und übel riechend. Ich tu dem jetzt mal nix, ne? Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Siehst du, du kannst höflich. Ja, nein. Ich will jetzt keine Arbeit.
Na, ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Gewöhn dich nicht dran, Nordling. Zum Turm! Ach, ist auch noch ein Befehl, so mach die Scheiße. Der Turm da. Hier gibt's doch bestimmt einen Schmied. Etorp? Nein. Ebstrede. Marsande an Karbat. Ich sollte jetzt hier keinen. Wir müssen einen Teil eurer Ernte requirieren. Gut. Ich war schon in der Schule, lesen schwer. Handwerker können dir verschiedene Gegenstände anfertigen. Gegen einen Opferlos, versteht sich. Waffenschmiede, komisches Zeichen, schmieden Waffen. Rüstungsschmiede, komisches Zeichen, stellen Rüstungen her. Wenn du ein Handwerksschema findest, bringen. Ja, habe ich ja gerade gefunden und jetzt will ich auch sehen. Diese Firin. Laut Losung? Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vorm Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort? Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen? Kannst du das auch? Klar. Zeig mir, was du anzubieten hast. Kannst du etwas für mich an... Ich gucke erstmal, was er anzubieten hat. Zeig mir deine Waren. Wieso kann ich die nicht... Benötigt, ja, aber hier sind coole Schwerter. Muss ich ja schon sagen. Mein Geld da oben. Gut, die sind wahrscheinlich teurer. Geht ja eigentlich noch. Also davon könnte ich mir jetzt kaufen so auf. Stufe 2, das habe ich bald. Du machst was dann schon? Bis 26. Du machst bis 46. Du bist... Wellensl. So schlecht ist das Schwert gar nicht, muss ich. Soll ich? Ach komm. Habe ich schon mal ein gutes Schwert für dann. Kannst du etwas... Kann ich... Ich müsste auch selbst anfertigen können, bis... Ich kann ja mal gucken, was... Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. Ich hab doch ein... Da. Hier könnte ich jetzt theoretisch so... Genau. Ich kann doch aber auch Ja, ich kenne die ganze Sache. Ich will als... So, bis dann. Wir haben ja schon mal für die nächste Stufe ein... Ach ja, kann ich nicht auch an den dumme Sachen verkaufen, die ich nicht mehr brauche? Zeig mir deine Waren. Bestimmt, ne? Ich kann doch bestimmt an denen das hier verkaufen. Genau. Was das? Das schon mal deutlich besser, nächste Stufe. So. Sortieren. Klatsch brauche ich nicht, sehr schön. Bis dann. Bis dann. Ich kann noch bestimmt. Dafür kommt noch ein Reiter. Muss ich so wechseln mit dem geredet haben? Handwerk. Ja, kann ich das. Nur Waffenschmiede können Waffen und nur Rüstungsschmiede können Rüstung herstellen. So. Ah. Schade, okay. Auf jeden Fall habe ich für die nächste Stufe mal ein bisschen schwer. Wir können zwei... Ja gut, ich nutze meistens eh nur eins. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temeria haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals.
Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Ich kann es nicht leugnen. Willst du von ihm auch etwas beschlagnahmen? Willst du von ihm auch etwas beschlagnahmen? Wenn nötig, ja, natürlich. Es herrscht Krieg, falls dir das entgangen ist. Wer bist du? Rede. Ganz schön frech. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wattgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Abgemacht. Was schert dich? Komm, was schert dich ein Greif? Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Abgemacht. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt, 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche ein bestimmtes Kraut. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Ich brauche ein bestimmtes Kraut. Ich brauche einen Köder. Ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nichts sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Missler. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit, aber auch ein bisschen seltsam. Bis dann. Tomira und Mislav. Danke. Es so und jagten. So. Damit hätten wir dann unseren ersten Greifenauftrag. Wenn eine aktuelle Quest aus mehreren als ein Ziel, bekommen wir uns erst um die Kräuterfrau. Noch? Wow.
Denn die Kräuterfrau ist näher bei der Wand. Ich glaube, Luppe, der waren wir gerade sogar schon. Es wäre wirklich. Du hast nichts mit. Leere Siri des Marf. Du hast nichts, weil ich eine Weitkampfwaffe, ne? Siri? Siri-Styling sehr? Nestank, Arbeit, Evelien, Nordling. Willst du spionieren oder falschen? Ich will weder noch. Ich will mal kurz. Zeig mir deine Waren. Ich will mal kurz wissen, ob man die in irgendeiner Form Weitkampfwaffen abbrauchen. Sieht hier schlecht aus, ne? Kann man. Kann ich bei dir in irgendeiner. Auch nicht zerlegen eigentlich. Hab ich was. Was? Schema, stumpfe Armbrustbolzen hier, sehr schön. Ich hab noch keine Armbrust. Gut, kann ich nicht. Bis dann. Bis dann. Und jetzt zur Kräuterfrau. Dann hoffentlich. Lass die Sette hin. Und dann hoffentlich. Schnauze. Und dann bald hoffentlich Level 2 werden. Dann, ja. Halt, wie gesagt, nach Level 2, nach Level 2, ich glaube, ich nehme den Wegweiser, es gibt deutlich mehr. Was lachst du jetzt so komisch? Ich bin ein Hexer, Junge, ich will dich down. Genau das wollte ich gerade machen. Das Spiel hat meine Gedanken gelesen.